Hallo und herzlich willkommen im Wald. Das ist jetzt das erste fachliche Video zum Thema Survival-Medizin. Guckt euch bitte, falls ihr es noch nicht getan habt, das Einführungsvideo zur Survival-Medizin an. Das werde ich euch hier verlinken, beziehungsweise unten in der Infobox auch nochmal. Wäre wichtig, damit ihr wisst, wie diese ganze Survival-Medizin-Geschichte zu verstehen ist. Also das sind echt Infos, die ihr unbedingt vorher mal gesehen haben solltet. Grob gesagt, und das werde ich in jedem Video dieser Reihe nochmal wiederholen, wenn ihr ein Problem habt, eine Verletzung oder eine Krankheit draußen in der Natur, dann versorgt diese Verletzung draußen in der Natur mit eurem Erste-Hilfe-Paket, das ihr dabei haben müsst, eigentlich schon, nicht solltet, sondern müsst, und geht danach damit sofort zum Arzt oder lasst euch zum Arzt bringen oder ruft mit dem Handy den Rettungsdienst und lasst euch retten. Nur wenn all diese Dinge aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren und eine Rettung in nächster Zeit nicht wahrscheinlich ist, dann macht Survival-Medizin Sinn und damit kommen wir zum Thema Wundversorgung. So, bei der Wundversorgung müssen wir jetzt erstmal die Art der Wunde unterscheiden und je nach Art der Wunde gibt es dann verschiedene Methoden, mit dieser Wunde eben umzugehen. Und was wir auch noch dringend unterscheiden müssen, ist, wie viel Zeit wir haben für die Wundversorgung. Was natürlich auch mit der Art der Wunde direkt zusammenhängt. Wenn es eine Schlagaderblutung ist, dann haben wir entsprechend wenig Zeit bzw. keine Chance mehr, wenn wir alleine sind. Höchstens, wenn noch irgendwer anders da irgendwo rumspringt, besteht vielleicht noch die Aussicht darauf, dass man das dann noch irgendwie überleben kann, ohne medizinische richtige Medikamente, richtiges medizinisches Material, also meinetwegen Nadel und Faden, mit dem man irgendeine gerissene Arterie nähen könnte, sofern man das beherrscht. Ich kann sowas nicht. Wenn man das alles auch nicht hat, dann wird es natürlich kritisch und dann ist im Fall von schlimmen Verletzungen wie ein Baum, der aus einem Brustkorb ragt, relativ schnell Schluss mit den Möglichkeiten, die man mit der Survival-Medizin dann noch hat, und dann ist man halt eben nun mal tot. Das kommt vor in der Natur, das ist so gesehen eigentlich nichts Schlimmes, ist für denjenigen, dem ein Baum aus dem Brustkorb ragt, möglicherweise ein gewisser Trost. Zweiter Trost, ihr seid dem Baum ein prima Dünger. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich zu schwarzem Humor neige. Naja, aber jetzt fangen wir mal klein an. Und zwar mit dem Kratzer. Bei dem Kratzer ist zu beachten, es kommt drauf an. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Körper, wenn er verletzt, also die Haut, wenn sie verletzt wird, sagen wir einfach mal die Körperoberfläche, ein ganz kleines bisschen Blut normalerweise abgibt, weil irgendwelche, ja, noch nicht mal richtigen Blutgefäße, aber zumindest Zellen verwundet worden, die in irgendeiner Form an den Blutkreislauf natürlich angeschlossen sind. Und dann tritt natürlich auch ein wenig Blut aus der Wunde aus. Normalerweise. Es sei denn, sie ist so oberflächlich, dass nur die alleräußerste Hautschicht verletzt ist. Die wird nämlich nicht durchblutet und ja, ist auch quasi eine Art Schutz der eigentlichen Hautzellen. Sollte Blut austreten, dann könnt ihr das gleich mal als gutes Zeichen sehen, sofern es jetzt nicht gleich ein Schwall davon ist, denn das Blut austreten reinigt schon mal die Wunde. Weiterhin dient Blut dann dem Wundverschluss, bildet dann quasi ja so eine Kruste, die man ja kennt, wenn man sich schon mal irgendwie auch nur minimal verletzt hat, und diese Kruste dann auf jeden Fall dran lassen. Daran, besonders wenn man draußen ist und keine weiteren Hilfsmittel oder Heilmittel oder sonstiges hat, bloß nicht rumkratzen, niemals abkratzen, wirklich immer in jedem Fall so lange dran lassen, bis die von alleine abfällt. Gibt da keinen Grund, da wirklich dran rumzukratzen, denn ist das mit so einer Blutkruste verschlossen, dann ist die Wunde auch verschlossen und gut ist. So. Jetzt haben wir vielleicht allerdings eine Wunde, die gar nicht blutet, sondern bloß ein Kratzer ist. Da darf man jetzt nicht mit männlichem Stolz rangehen und sagen, das ist doch nur ein Kratzer, da mache ich überhaupt nichts. Sondern so ein Kratzer, der nicht geblutet hat, ist unter Umständen viel gefährlicher als ein kleiner Schnitt, der geblutet hat. Weil ich habe es ja schon erwähnt, mit dem Blut kommen sämtliche Erreger, die da möglicherweise drin sind in der Wunde, schon wieder raus. Wenn es nicht geblutet hat, dann sind die noch drin.
die möglicherweise drin sind. Soll heißen, man muss sie da selber irgendwie rausbekommen und das bedeutet, man muss die Wunde reinigen. Dafür bieten sich draußen genau zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist abgekochtes Wasser. Abgekochtes Wasser meint, es muss einmal kurz gekocht haben. Es reichen theoretisch auch, ich sage immer 80 Grad. Eigentlich liegt sogar vermutlich noch ein paar Grad niedriger an Temperatur, die da notwendig gewesen ist, um da alles abzutöten, was überhaupt mit Kochen abzutöten ist. Es spielt also keine Rolle, ob man das Wasser jetzt eine halbe Stunde abkocht oder nur 3 Sekunden. Das ist völlig Wurst. Nach zwei, drei Sekunden oder was auch immer im kochenden oder fast kochenden Wasser, wie gesagt, das reicht schon, ist alles tot, das auch nach einer halben Stunde kochen sterben würde. Was dann noch möglicherweise lebt, würde auch nach einer halben Stunde kochen noch leben. Es ist also völlig unnötig, das Ganze eine halbe Stunde zu kochen. Mehr tot als mit ein paar Sekunden kriegt man damit auch nicht. So. Das wollte ich noch mal dazu gesagt haben und mit diesem nun abgekochten Wasser kann man die Wunde dann, das muss natürlich vorher noch ein bisschen abkühlen logischerweise, ich sage es lieber halt, sicherheitshalber lieber noch mal dazu, sonst gibt es die Verbrennung gleich noch hinterher, kann man die Wunde dann großzügig ausspülen, sofern man genug Wasser hat, sonst muss man halt so gut ausspülen wie geht. Und zwar wirklich das möglichst sterile Wasser, ganz steril wird man in der Regel nicht hinbekommen, aber das so steril wie eben geht, Wasser auf die Wunde gießen, aus dem durch das Kochen ebenfalls sterilen Gefäß. Irgendein Gefäß werden wir hoffentlich zur Verfügung haben. Nicht auf die Idee kommen, irgendwelche nicht sterilen Lappen mit sterilem Wasser zu tränken und damit dann in der Wunde rumzureiben. Das ist wieder keine gute Idee. So, wenn wir jetzt in absehbarer Zeit kein steriles Wasser oder fast steriles Wasser, nennen wir es mal, ich sage einfach steril, ihr wisst, was gemeint ist, zur Verfügung hat, dann kann man auch Urin nehmen, weil wenn der aus der Blase kommt, beziehungsweise so wie er von der Niere gereinigt ist, ist er absolut steril. Wenn er also quasi aus der geschlechtsbedingt unterschiedlichen Öffnung austritt, kann er möglicherweise vom Austritt aus dieser Öffnung noch ein paar Keime abbekommen haben, weil die Öffnung an sich ja eben nicht steril ist. Ist also deshalb auch unwahrscheinlich, dass das Ganze hundertprozentig steril ist. Und da gibt es jetzt in mancher Literatur den Hinweis, man möge dann quasi erst Urin nach dem ersten Drittel des Strahls entnehmen. Sprich, erst mal eine Weile früher sich vor sich hin pinkeln und dann erst was auffangen, weil dann quasi mit dem sterilen Urin die Keime, die möglicherweise an der Öffnung des Harnleiters sich befunden haben, dann quasi weggewaschen sind und man dann nur noch reinen, völlig sterilen Urin bekommt. Wer das so machen möchte, kann das so tun, ist allerdings umstritten, ob das wirklich überhaupt notwendig ist. Jedenfalls mit diesem sterilen Urin dann, den man nach Möglichkeit in ein möglichst sauberes Gefäß füllen sollte, damit er dann nicht sofort wieder verkeimt, kann man sich auch eine Wunde auswaschen. Ist zwar eklig, funktioniert aber. Nachdem unsere kleine Verletzung jetzt sauber ist, müssen wir die jetzt nun abdecken, weil da ist ja kein natürlicher Tropfen in Form von geronnenem Blut drauf. Da sollte man sich in irgendeiner Form schon eine Wundabdeckung drauf tun. Was man jetzt auf diese Wunde drauf tun muss, möchte, sollte, ist ein eigenes Kapitel. Darauf gehe ich dann gleich noch ein. Stellen wir das jetzt einfach an dieser Stelle mal zurück, aufgrund dessen, dass hier mal ein ganz kleines bisschen Ordnung in diesem Video herrscht. Dann wäre da nämlich jetzt die Schürfwunde zu nennen. Die wird in der Regel nicht großartig ausbluten, sondern mehr oder weniger großflächig die Haut verletzen oder abreiben zumindest, sodass da eine wirklich große Fläche, an der eine Infektion mit Krankheitserregern möglich ist, entsteht. Sowas dann entsprechend auch wieder spülen mit den genannten Methoden und dann muss man das auf jeden Fall auch abdecken. Und das Thema Abdecken stellen wir jetzt zurück, bis wir die dritte Form von Wunde angesprochen haben, nämlich die, ja sagen wir mal, tiefe Schnittwunde. Das muss jetzt nicht ein Schnitt sein, das kann auch sein, dass man sich einen Ast in den Arm gerammt hat. Vorstellbar wäre auch ein Messerstich oder theoretisch sogar eine Schusswunde, so irgendwas in der Richtung. Die haben nämlich gemeinsam, dass sie relativ weit ins Gewebe hineinreichen und brauchen dann auch nochmal eine andere Behandlung als eine nur oberflächliche Wunde, die nicht weit ins Gewebe reinreicht. Denn jetzt stellt sich die Frage nach der Wundauflage, nach dem Verschluss unserer Wunde nach außen. Nähen können wir nicht. Wir haben keine Nadel und Faden und so weiter und so fort. Wir könnten uns höchstens über ganz lange Zeiträume
mit irgendwelchen Knochennadeln und irgendwelchen Sehnen, die wir alle super steril abkochen, irgendwie behelfen. Das wäre möglich, wenn man sowas bis zu diesem Zeitpunkt schon hat, sich schon improvisiert hat und zum Beispiel in irgendeinem Lager auf einer einsamen Insel hockt, dann ist man natürlich gut dran, dann kann man sowas nähen. Dann sollte man es vorher natürlich wunderbar ausspülen, damit da auch ja nichts mehr drin ist an Krankheitserreger, und dann eben verschließen und nochmal mit irgendwas abdecken. Was heißt mit irgendwas? Dazu komme ich ja jetzt. Wenn das geht, ist gut. Wenn das nicht geht, dann kann man es eben nur abdecken, kann hoffen, dass die Wundränder einigermaßen nah beieinander sitzen. Sonst muss man versuchen, in irgendeiner Form zueinander zu bekommen, die Wundränder. Und dann einfach hoffen, dass das durch die Blutung, die dann ja mit Sicherheit noch stattfindet, auch wenn das Ganze abgedeckt ist, der Körper irgendwie schafft, die Wunde notdürftig zu verschließen, bevor man verblutet ist. Das heißt, man muss das also unter Umständen auch irgendwas Feste draufdrücken, bis die Blutung halt eben wirklich nachlässt. Und dann auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall die entsprechende Stelle, solange man es irgendwie ruhig halten kann, wenn man jetzt alleine ist und einfach nur rumliegt, solange sollte man es auch ruhig halten. Also wirklich so wenig bewegen wie nur irgendwie möglich. Erst wenn man sich unbedingt weiter bewegen muss, das Körperteil bewegen, je nachdem was es ist. Wenn es ein Bein ist, ist man ganz arm dran. Aber besser arm dran als arm ab. Jedenfalls, wenn es irgendwie sich vermeiden lässt, nicht bewegen. Also wenn man nicht alleine ist, hat man da ja eine ganz gute Chance, dass man dann einfach liegen bleiben kann. Jedenfalls, jetzt kommen wir zur großen Frage dessen, mit was denn nun eine Wunde abzudecken ist. Denn da scheiden sich jetzt die Gelehrten. Es gibt an möglichen in Frage kommenden Materialien Kleidungsstücke, also sprich Stoff. Stoff im Sinne von Baumwollstoff zum Beispiel. Ist Tremma im Gespräch. Das ist ja eine zusammenhängende Pilzfaser, wie sie in Baumpilzen gefunden werden kann. Das ist das gleiche Material, das auch als Zunder im Zunderschwamm verwendet wird und ist so ein faseriges Material, das so ein bisschen aussieht wie ein Stück Filz. Das findet man, ich habe leider überhaupt keinen Baumpilzgriff bereit, sonst ich zeige euch das auch gerne mal in einem eigenen kleinen Kurzwissen-Video, wie dieses Zeug dann aussieht. Das kann man sich dann quasi auch nochmal steril durchkochen und hat dann ein zusammenhängendes Stück Gewebe, wenn man so möchte, dass man sich auf die Wunde draufklatschen kann. Dritte Variante, die im Gespräch ist, die aber nur unter Umständen Sinn macht, allerdings den Vorteil hat, dass sie im Gegensatz zu den beiden anderen Varianten notfalls auch sehr schnell funktioniert, ist Moos. Und jetzt gehen wir die einzelnen Dinger mal durch. Stoff. Stoff ist dann super, wenn man ihn vorher auskochen, sprich sterilisieren kann. Wenn man also genug Zeit hat, sich ein Stück Stoff zu kochen, im Idealfall sogar vorher noch zum Trocknen aufzuhängen, und zwar so, dass nach Möglichkeit nichts drankommt, also überhaupt nichts, an einem schönen, trockenen, sauberen Ort irgendwo aufhängen. Zum Beispiel an der Kante des durch das Erhitzen sterilen Topfes. Zum Beispiel, das ist jetzt so der einzige Ort, der mir einfällt, der in einem durchschnittlichen Waldlager in einer Notsituation vielleicht steril sein könnte. Ansonsten ist auch kein blöder Ort tatsächlich auf die Asche vom Feuer legen, weil die ist im ersten Moment auch erstmal steril. Man kann es auch auf einen eben noch extrem heißen Stein drauflegen, da trocknet es dann auch schneller. Und das ist übrigens noch eine zweite Möglichkeit, um Stoff zu sterilisieren. Wenn man kein heißes Wasser da hat, aber einen heißen Stein, dann kann man den Stoff auch auf diesem heißen Stein so ankokeln, dass man sicher sein kann, dass in oder auf diesem Stoff auch schon nichts mehr lebt. Ist aber natürlich nicht so optimal wie auskochen und dann in Ruhe trocknen. Aber wenn es ein bisschen schneller gehen muss, wäre das eine Möglichkeit. Und damit seid ihr sicher auf der sicheren Seite, denn alle Erreger, die auf so einem Stück Stoff drauf sitzen, sind wahrscheinlich menschlichen Ursprungs, weil der Stoff ja irgendwie in irgendeiner Form mit der Haut in Verbindung gekommen ist. Und die haben tatsächlich gemeinsam, dass sie, sagen wir mal, zu 99% auch wieder mit wenigen, ganz wenigen Ausnahmen beim Kochen auch wirklich hops gehen. Das ist dann also auch wirklich steril. Und solange es nicht mit irgendwelchen Dreck wieder in Berührung kommt, hat man dann ganz gute Karten, dass das funktioniert. So, Variante 2, dieses Pilzzeug, hat den Vorteil, funktioniert, ist steril, wenn man es dann mal hat. Und man muss nicht erst seine Klamotten quasi dafür auseinandernehmen. Je nachdem, was für eine Situation man sich befindet, ist es vielleicht auch
na, sagen wir mal, unangenehm, sich ein Stück fetzen Stoff aus dem T-Shirt reißen zu müssen. Und gerade auch nach Anzahl der Verletzungen, die vorliegen oder was, irgendwann wird das mit dem Stoff auch vielleicht wirklich knapp. Und irgendwelche Kleidung sollte man schon auch noch anbehalten. Allein schon zum Schutz vor weiteren Kleinstverletzungen. Da ist halt eben dieses Pilzding toll. Das hat aber jetzt eben den Nachteil, dass man diesen Pilz erstmal finden muss. Also einen geeigneten Pilz. Viele Baumpilze, die halt wie der klassische Baumpilz aussehen, sage ich jetzt mal, haben dieses Trema drin. Ein normaler Pilz, der als Pilzkopf quasi aus dem Boden rauskommt, das könnt ihr vergessen, der hilft euch nicht weiter. Es muss schon ein Holzpilz in Anführungszeichen sein. Die sind ja nicht aus Holz, sondern aus Chitin, aber ein sehr harter Pilz eben. Wenn man hat, ist gut. Wenn man nicht hat, dann muss man halt eben Stoff nehmen. Sowohl steriler Stoff als auch steriles Trema eignen sich grundsätzlich zum Abdecken beliebiger Wunden. Das könnt ihr immer hernehmen. Das ist so die Universalvariante. Jetzt kommen wir zum Moos. Wozu ist jetzt das Moos gut? Warum spielt ein Moos in dieser Überlegung eine Rolle? Also erstens mal muss man sagen, dass Moos an sich erstmal nach einem guten Verband klingt. Es gibt auch historische Belege, dass Moos historisch oft als Verband benutzt worden ist, also als Wundauflage. Ist also per se jetzt erstmal von der Grundüberlegung her keine so schlechte Idee. Der Krankheitserreger, der daran schuld ist, weshalb dann Moos oft doch nicht die idealste Lösung ist, nennt sich Tetanus. Beziehungsweise Tetanus ist eigentlich das Toxin, das uns dann umbringt, wenn wir das Bakterium, das diesen Tetanusgift abgibt, abbekommen haben, heißt irgendwas Tetani, heißt das Ding. Lateinisch, weiß ich jetzt nicht auswendig, spielt aber auch keine Rolle. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn Tetanus ins Spiel kommt. Die Krankheit, die man dadurch erleidet, ist dann der Wundstarrkrampf. Also Tetanus, kann man sagen, ist der Erreger. Stimmt, wenn auch nicht hundertprozentig korrekt. Und Wundstarrkrampf, die Krankheit, die man dann bekommt, die ist überhaupt nicht schön, führt unbehandelt immer 100%iger Sicherheit zum Tod. Und behandeln ist nicht möglich, wenn man nicht ein Krankenhaus direkt um die Ecke hat. Das Gute ist, dass wir alle, wir Zivilisationsmenschen, normalerweise gegen Tetanus geimpft sein sollten. In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht ratsam, mal in den eigenen Impfpass zu gucken und vielleicht beim nächsten Arztbesuch mal nachzufragen, ob man das nicht unter Umständen mal auffrischen müsste. Sollte ich auch dringend mal wieder tun, realisiere ich gerade. Muss ungefähr jetzt langsam dann soweit sein. Alle 10 Jahre. Grob. Deswegen kann man jetzt natürlich sagen, Tetanus, mir doch egal, dann packe ich mir Moos auf die Wunde, weil wegen Tetanus ist Moos eben kritisch. Allerdings muss man jetzt sagen, dass die Impfung allein kein 100% wirksamer Schutz ist. Das ist ungefähr so wie mit dem Kinderkriegen mit irgendwelchen Verhütungsmitteln. Die funktionieren auch meistens, aber jeder kennt irgendwelche Ausnahmen, wo das mal nicht funktioniert hat. Und das ist bei Tetanus auch so. Es gibt eben ein gewisses Risiko, dass die Impfung versagt. Und bei Moos haben wir jetzt das Problem, dass Moos in der Regel auf einer Oberfläche in der Natur wächst. Und jede Oberfläche auf der Natur ist mehr oder weniger von diesen Tetanusbakterien besiedelt. Die sind quasi überall. Ihr werdet in der freien Landschaft keinen Ort finden, an dem nicht auf der Oberfläche dieses Ortes Tetanusbakterien sitzen. Es ist so, dass es vielleicht sein kann, aber kein Mensch weiß das genau und das ist relativ spekulativ, dass auf Holz weniger hocken als auf dem puren Erdboden, was heißt, dass ihr Moos, das ihr von einem Baumstamm nehmt, unter Umständen eher verwenden könnt als Moos, das ihr direkt vom Boden nehmt. Und dann gibt es noch eine dritte Form von Moos, die mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit noch mal sicherer sein wird als Moos, das ihr vom Baumstamm genommen wird, nämlich Moos, das ihr gar nicht von einem weder von Holz noch von Boden genommen habt, sondern aus dem Moor. Denn Moor als solches ist ja quasi vom Boden her Moos auf Moos auf Moos. Das ist überhaupt kein normaler Boden und da gibt es jetzt Spekulationen, ob denn in einem Moor auch Tetanusbakterien drin hocken. Es sind auf jeden Fall, soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen zu behaupten, weniger als im normalen Boden und wahrscheinlich auch weniger als auf Holz. Sprich, das Idealmoos wäre Torfmoos. Gut, soweit so gut. Jetzt noch mal ein paar Worte zum Tetanuserreger. Das Problem an diesem Ding ist, dass das in sogenannten Evosporen ein Überdauerungsstadium
bilden kann. Sprich, das Bakterium, das ist ja als solches so ein kleines Tierchen, das im Wasser rumschwimmt und schlimme Dinge möglicherweise anstellt oder auch nicht. Jetzt ist es so, wenn das Wasser austrocknet und die Bedingungen für dieses Viech gerade nicht optimal sind, können manche Bakterien Überdauerungsspuren bilden. Das heißt, die schrumpfen quasi zusammen zu einer wirklich sehr, sehr, sehr kleinen Kugel und bilden um diese Kugel drumherum mehrere Schichten von einer sehr stabilen Hülle, um sich gegen Umwelteinflüsse abzuschirmen. Tetanus und andere Bakterien dieser Gattung, die kommen aber alle zusammen ins gleiche Töpflein, wenn man sich damit infiziert. Ist Wurst, bringt einen alles um, muss man also jetzt gar nicht genau wissen, was es da alles gibt. Irgendwas aus dieser Reihe reicht schon. Die haben eben gemeinsam, dass sie dieses Überdauerungsstadium, diese Evospore bilden können. Und so eine Evospore ist quasi durch keine Möglichkeit, die wir in der freien Landschaft, in der Natur haben, kaputt zu bekommen. Man kann sie kochen, noch und nöcher, das überlebt sie. Man kann sie durch einen sauren Magen jagen, das überlebt sie. Man kann sie mechanisch schon gar nicht kaputt kriegen, dafür ist sie viel zu klein. Tiefkühlen, scheißegal, ist völlig egal, das Ding macht dem Ding alles nichts, wir bekommen die nicht kaputt. Wenn die also irgendwo dran ist und wir kriegen dieses Material, an dem so eine Spore sitzt, in eine Wunde, dann haben wir die Spore in der Wunde. Aber einen kleinen Schutzfaktor gibt es jetzt noch, dass die Spore in der Wunde ist, ist an sich jetzt erstmal noch nicht schlimm, denn dieses Bakterium braucht zum Leben, also zum Zurückkehren vom Sporenstadium in das aktive Bakterium, das dann für uns gefährlich ist, braucht es Sauerstoffabwesenheit. Solange also Luft da ist, weshalb Luft an die Wunde kommen soll, das hat ja schon meine Mutter immer gesagt, lass Luft an die Wunde, das hilft. Das stimmt, das hilft tatsächlich, weil dann kann sich kein Tetanusbakterium entwickeln. Und jetzt habe ich eben auch die Unterscheidung gemacht zwischen tiefgehenden Wunden und oberflächlichen Wunden, weil bei tiefgehenden Wunden kann das sein, dass das so weit ins Gewebe reinreicht, dass gerade da, wenn es dann weit weg ist von der Oberfläche, wo also noch offensichtlich Luft aus der Atmosphäre vorhanden ist, abgestorbene Zellen tief runterreichen und in diesen abgestorbenen Zellen sich dann ein Bereich bildet, in dem tatsächlich keine Luft mehr da ist. Noch lebende Zellen werden von unserer eigenen Luftversorgung, Lunge, Herz-Kreislauf-System noch mit Luft versorgt, da ist also auch Sauerstoff vorhanden, aber eben tote Zellen, beschädigte Zellen, die weit runter reichen, da fehlt die Luft. Und wenn bis dahin so eine Tetanusspore gelangt, dann könnt ihr ziemliche gute Chancen haben, dass diese dann quasi sich zurückverwandelt, wieder aufwacht, kann man sagen, und zum Tetanusbakterium wird, das dann dieses lustige Toxin abgibt, das einen wirklich überhaupt nicht lustigen Tod verursacht. So, schönes Thema, gell? Und deswegen jetzt eben die Unterscheidung. Moos kann man verwenden für oberflächliche Wunden, bei denen kein so großes Risiko besteht, dass man sich Tetanus holt, weil da nirgendwo Zellen sind, kein luftloser Raum sozusagen vorhanden ist. Da könnte man dann also mit einem gewissen Restrisiko, was ja immer existiert, Moos draufpacken. Auf einen tiefen Schnitt könnte man eher nicht, sollte man halt eben nicht Moos draufpacken, weil, was auch noch erschwerend dazu kommt, von so einem Moospaket, das man sich auf eine Wunde drückt, können auch Kleinteile des Mooses abfallen. Und so ein Moos, wenn man es jetzt auch von einem Baumstamm genommen hat, hat halt auch immer eine Unterseite, die jetzt hier so aussieht. Und an der ist immer Dreck im klassischen Sinne dran. Und dieser Dreck könnte runter in die Wunde fallen. Und gerade eben da soll das Tetanusbakterium, das am Dreck sitzt, ja eben nicht hin. Deshalb Moos auf tiefe Wunden eine schlechte Idee. Bei den nicht tiefen Wunden ist jetzt Moos möglicherweise sogar ein besseres Verbandmaterial als Kleidung desinfizierte oder Pilzträmer desinfiziertes, sterilisiertes, weil wir wissen zwar nicht genau wie, warum und wieso, aber bei Moosen können wir uns ziemlich sicher sein, dass die eine irgendwie keimtötend ist viel gesagt, aber sagen wir mal eine keimhindernde Eigenschaft in irgendeiner Form haben. Und dass das bekannt ist, zusammen mit der Tatsache, dass man weiß, dass historisch Moose eigentlich, soweit wir es wissen und festmachen können und es aufgeschrieben worden ist, immer als Wundauflage irgendwie hergehalten haben,
Gerade eben zum Beispiel Weißmoos in Skandinavien war immer eine beliebte Wundauflage, gerade bei Tieren, bei Schürfwunden, also irgendwas, was nicht besonders tief geht. Das meine ich so relativ glaubwürdig recherchiert zu haben, dass das wahrscheinlich so gewesen ist. Wir betonen wahrscheinlich. Sicherheit gibt es in der ganzen Survival-Medizin nirgends. Und demzufolge könnte ich mir vorstellen, dass also so ein Moosverband, wichtig, abgekochtes Moos, also das muss schon vorher auch sterilisiert werden. Aber dann vielleicht sogar besser ist halt als die anderen Materialien. Jetzt ist auch die Frage, wenn man es abkocht und sterilisiert, ist es dann überhaupt noch, sind dann diese positiv wirkenden Inhaltsstoffe im Moos, die irgendwie Keime, hindern eben, sind die dann überhaupt noch aktiv? Wissen wir nicht. Aber was wir wissen, ist, dass abgekochtes Moos dann auch definitiv steril ist. Und dann an Krankheitserregern dann nur noch in Anführungszeichen solche Evosporen von eben diesen anaerob zum Leben erwachenden Bakterien drin sein könnten, die aber dann halt eben nun mal nicht schlimm sind, weil es keine anaeroben Bedingungen gibt in so einer Wunde. So die Theorie. Jetzt muss ich erstmal ein Päuschen machen. Geht gleich weiter. So, da ist er wieder. Gibt noch einen zweiten Fall, in dem Moos dann sogar die meiner Meinung nach fast schon beste Wahl des Wundauflage ist, nämlich dann, wenn es sich um eine Wunde handelt, der Kategorie, da hat man es eilig. Die haben wir noch nicht angesprochen. Also sprich, was so stark blutet, dass da wirklich ganz schnell was drauf muss, dass die Blutung sofort gestillt werden muss. Sofort bis sehr, sehr demnächst. So irgendwo in dem Bereich. Möglicherweise hat man noch Zeit, die 3 Schritte bis zum nächsten Moospolster zu laufen, wenn es nicht weit weg ist. Wenn man die Zeit auch nicht hat, dann muss man sich halt wirklich schnell ein Stück Kleidungsstück, was man halt am Körper hat, als irgendwas draufklatschen. Im allerschlimmsten Fall, wenn man wirklich gar nichts anderes hat, nur dann sollte so eine Wunde mit der Hand direkt abgedrückt werden, weil kein Teil, was ihr finden werdet, ist so verkeimt wie eure eigene Hand. Deshalb dann lieber noch ein Stück Stoff. Oder halt eben dann wirklich direkt das T-Shirt vom Leib reißen, die Jacke ausziehen, draufdrücken. Wenn man zu zweit ist, das alles umhin alles deutlich einfacher oder halt eben zu mehreren. Alleine wird es unter Umständen schwierig. Aber von den Materialien, die da überhaupt möglicherweise zur Verfügung stehen, ist dann Moos nämlich das Beste, weil Moos außer den Tetanuskeimen nicht viele Keime enthält. Also das Risiko mit Tetanus, das hat man dann, wenn man sich Moos draufgepackt hat. Gerade bei so einer tiefgehenden Wunde, das ist dann definitiv da. Aber jetzt muss man ja dazu sagen, wir sind ja geimpft gegen Tetanus. Wenn man nicht geimpft wäre, dann wäre das ein unverhältnismäßiges Risiko. Dann nimmt man wieder lieber ein Kleidungsstück. Ist man aber geimpft, dann würde ich jetzt sagen, ist das Risiko, Tetanus zu bekommen, gering genug, um besser Moos zu nehmen als Kleidungsstück, weil Kleidungsstück enthält im nicht sterilisierten Zustand, denn das ist der Knackpunkt, im nicht sterilisierten Zustand, jede Menge menschspezifische Keime. Und menschspezifische Keime, die so in großer Menge in die Wunde einfach mal gelangen können, das ist gar nicht gut. So eine Wunde wird sich also mit Sicherheit entzünden. Da werdet ihr mit Sicherheit alle möglichen lustigen Krankheitserreger dann drin haben, sofern ihr dann überhaupt noch was davon habt, das mitzubekommen, wenn ihr nicht verblutet seid bei einer entsprechend schnell blutenden Wunde. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben die Möglichkeit, da jetzt zum Beispiel sind wir, jetzt haben wir jetzt schon mit der Hand drauf gelangt, damit wir nicht verbluten. Gut, jetzt ist die Hand schon drauf, jetzt ist auch schon egal. Jetzt kann man es auch zudrücken und ist dann vielleicht noch in der Lage, ein paar Meter weiter zu laufen und hat vielleicht noch einen Kumpel dabei, der sieht, boah, da hinten ist ein Riesenhaufen Moos, da gehe ich mal hin und hol dir was. Und holt da halt dann einen Riesenhaufen Moos und dann presst er dir das auf die Wunde und du kannst deine Hand wegnehmen und er presst und presst und presst, bis die Blutung tatsächlich dann irgendwann aufhört. Weil die Möglichkeit, irgendwelche gerissenen Arterien und sonstige schöne Dinge zu nähen, haben wir ja, wie gesagt, eben nicht. Da ist man dann sowieso tot. Sollte es also das noch nicht sein und es mit einfachem Druckverband, ohne dass ein Verband da ist, sondern einfach nur mit draufdrücken, aufhört zu bluten, dann hat man eben nochmal Glück gehabt. Und dann ist Moos das kleinste aller Übel. So, also in diesem Fall, wenn es ganz schnell gehen muss, dann eine Handvoll Moos greifen. Gut, und ich glaube, das wäre es jetzt gewesen zur Wundabdeckung.
Verbandmaterial natürlich ganz regelmäßig wechseln, weil das kann sehr schnell dann verkeimen, auch wenn wir was drauf haben, das was vorher keimfrei gewesen ist, sprich Stück Stoff, Stück ausgekochtes Tremma vom Pilz. Das verkeimt sehr schnell, das sollte man also wirklich alle 3-4 Stunden oder was auswechseln. Kommt darauf an, ob es dann irgendwann gelungen ist, dass sich auf der Wunde so eine Blutkruste gebildet hat, die dann auch die Wunde verschließt. Das kann ja auch mal sein. Es kommt natürlich auch wieder auf die Größe der Wunde an. Und Verbandswechsel ist natürlich auch nicht notwendig, wenn es ohnehin von Anfang an was Kleines ist. Übrigens zum Befestigen von Verbandmaterial auf der Wunde, da muss man halt irgendwelche Naturfasern nehmen. Da könnt ihr euch ein beliebiges Survival-Video, die es dann wieder relativ in großer Zahl gibt, anders als das Thema, was ich hier anquatsche, wie man Schnur herstellt, dazu angucken. Notfalls tun es auch ein paar Grashalme fürs Erste, um das einigermaßen drauf zu halten. Solange man einen Druckverband haben möchte, geht es ohnehin nur mit. Das kannst du vergessen, weil ein richtiges Verbandsmull hast du ja nicht. Möglicherweise hast du Paracord am Hut, aber bis du das dann abgeschnürt hast, ist auch schon zu spät. Und das wäre jetzt sogar mein Argument für die Leute, die mich immer damit nerven, dass ich da doch hier einen Schnellentschnürknoten hätte oben drauf machen sollen. Habt ihr jetzt ein Argument, könnt ihr euch freuen. Wie dem auch sei, man kann es mit der Preparedness auch übertreiben, finde ich. Okay, das wäre es gewesen, jetzt erfahrt ihr nichts Neues mehr. Wer jetzt nochmal eine Zusammenfassung zum eben Erzählten hören möchte, weil es jetzt doch viel gewesen ist, der kann auch dranbleiben, der Rest darf auch gerne schon abschalten und in dem Fall wünsche ich euch schon einen schönen Tag und macht's gut und jetzt fange ich nochmal von vorne an. Erstens, ganz kleine Wunden, die bluten, ausbluten lassen, warten, bis sich Schorf gebildet hat, gut ist. Ganz kleine, nicht tiefe Wunden, die nicht bluten, ausspülen mit entsprechend Wasser, desinfiziert oder Eigenurin oder Urin einer anderen Person, aber besser ist immer der eigene. Dann auch wieder abdecken, möglicherweise auch mit abgekochtem Moos. Da muss es dann nicht Kleidung oder Tremma sein, wenn es so oberflächliche Sachen sind. Gleiches gilt für Schürfwunden, die auch unbedingt spülen mit sterilem Wasser oder Eigenurin und abdecken. Mit beliebigem Material, auch mit ausgekochtem Moos möglich. Tiefere Verletzungen, die dann spülen. Abdecken, aber nur noch mit ausgekochtem Tremma oder mit ausgekochtem Stoff. Sehr schnell blutende Verletzungen, bei denen man nicht schnell ausgekochtes Tremma oder abgekochten Stoff zur Verfügung hat, da dann Moos draufklatschen oder was auch immer gerade verfügbar ist, je nachdem, wie stark die Wunde blutet. So eine stark blutende Wunde muss man dann übrigens nicht ausspülen. Das ist also wirklich nicht notwendig, da sind sämtliche Keime durch das ständige Bluten dann schon wirklich gut draußen. Das spielt dann keine Rolle mit dem Spülen. Gut, und eine letzte Sache, die mir abschließend noch eingefallen ist, ist dann auch nochmal das, dass man sich nochmal Gedanken machen sollte, mit was man sich verwundet hat. Wenn es das Fleischermesser ist, das mit Keimen nur so übersät ist, bekommt man mit Sicherheit eine Blutvergiftung, Sepsis, oder zumindest sind die Chancen dann sehr groß. Wenn es jetzt wirklich bloß ein Ast aus dem Wald gewesen ist, ist es nicht so dramatisch. Oder wenn man einfach gegen einen Stein gefallen ist, irgendwie sowas in der Richtung. Ändern kann man daran allerdings mit Survival-medizinischen Methoden sowieso nichts. Es ist dann halt wie es ist. Vielleicht die Wunde nochmal extra gründlich ausspülen, wenn es mit dem Fleischerwässer gewesen ist. Aber mehr als spülen kann man nicht machen. Es gibt kein Desinfektionsmittel aus der Natur. Nein, gibt es nicht. Und jetzt will ich es doch eben nochmal sagen, solltet ihr irgendwo lesen, dass irgendein Pflanzensaft angeblich ein natürliches Antibiotikum sein soll, mit dem man sich die Wunde quasi auswaschen kann, das mag stimmen, das mag auf einige ganz wenige Bakterien zutreffen, aber ganz oft ist das super umstritten und nicht wirklich medizinisch abgesichert, dass das wirklich so ist, selbst bei einer recht gut untersuchten Pflanze wie diesen ganzen Wegerichen, Spitzwegerich, Breitwegerich und so weiter. Selbst da ist es extrem umstritten immer noch. Möglicherweise hilft es gegen ein paar Bakterien, aber selbst dann
Selbst dann ist dieser Saft trotzdem nicht steril und nur weil er gegen ein paar Bakterien hilft, heißt das noch lange nicht, dass in diesem nicht sterilen Saft, den man sich da wirklich mitten in seine Wunde reinkippt, nicht irgendwelche anderen Krankheitserreger drin sind, die so in der Pflanze trotzdem noch drin gesessen sind und für die Pflanze harmlos sind, die für uns aber nicht harmlos sind, dann eben auf diesem Wege in die Wunde gelangen. Also das auf jeden Fall immer sein lassen. Versucht es nicht zu sterilisieren. Es gibt keinerlei Pflanze, die in irgendeiner Form zum Sterilisieren oder als Antibiotikum taugt. Das gibt es einfach nicht. Nicht, wenn das aufs Leben drauf ankommt. Dann ist man wirklich ohne besser dran. Dann überlässt man lieber dem körpereigenen Immunsystem das Bekämpfen der dann eben nun mal vorhandenen Keime. Das hilft dann alles nichts. Dann bekommt man Fieber. Dann muss man halt hoffen, dass man das Fieber überlebt und das Immunsystem den Kampf gegen die Keime halt eben gewinnt. So, ich glaube, das war jetzt ein würdiges Schlusswort. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und lasst mir bitte eine kleine Rückmeldung da, ob ich denn mit dieser Reihe weitermachen darf oder ob das jetzt so furchtbar unqualifiziert geklungen hat, dass ich damit bloß aufhören soll. Also bitte wirklich ruhig ehrlich, also wenn ihr das total mistig fandet, dann dürft ihr mir das auch gerne sagen, weil ich bin eben kein Mediziner. Aber es gibt halt nun mal keine Videos dazu auf YouTube. Ich habe wirklich keine gefunden. Solltet ihr welche kennen, dann bitte, bitte, bitte verlinkt mir die. Das würde mich dann auch sehr interessieren, wenn es dazu irgendwas Professionelleres als mein Versuch hier jetzt eben gibt. Dann bitte lasst es mich wissen und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal.